Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar ist soeben die Barbara-Box bei mir eingetroffen. Also ja, wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Barbara-Box erscheint alle 2 Monate, ist eine Box für Beauty, Food, Lifestyle-Artikel, aber hauptsächlich Beauty. Und genau, die kostet zwischen 25 und 30 Euro pro Box, je nachdem welche Abo-Form du wählst. Und aktuell gibt es auch noch so eine 22% Rabattaktion auf der Homepage. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ich packe dir auch alle Links in die Infobox. Wenn ich ein bisschen abgehetzt klinge, ich bin nicht abgehetzt, aber es ist ja einfach bullewarm. Es ist richtig, richtig warm heute und ja, dann habe ich auch noch meine Erdbeerwoche und mein Leben ist furchtbar und ein bisschen Mitleid, okay. Auf jeden Fall, genau, bekomme ich die Box kostenfrei in der Kooperation zur Verfügung gestellt. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und deswegen kann ich auch in diesem Video eine Box an einen von euch verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei und jetzt machen wir die Box auf. Genau, diese Kartons werden immer wieder von mir weiterverwendet als Versandkartons, weil die sind optimal dafür. Huch, aber der Klebe, also das Ratschding ließ sich gerade jetzt nicht ganz so gut öffnen. Nun denn, gut. Oh ja, da haben wir auch hier den Flyer drin, beziehungsweise, weil das ja eine Kooperation ist, habe ich den mit drin. Liebe Claudia, ich hoffe dir und deiner Familie geht es gut. Danke, ja, uns geht's gut. Die neue Barbara-Box Summer Power soll dir ein Lächeln auf dein Gesicht zaubern und für eine sommerliche Stimmung sorgen. Viel Spaß beim Probieren und bleib gesund. XOXO Maria vom Barbara-Box-Team. Vielen, vielen Dank, liebe Barbara. Entschuldigung, es ist warm, mein Gehirn kocht. Liebe Maria, ja, ich bin auch sehr gespannt. Summer Power, vielleicht sind da irgendwelche Energieshots für die Haut, für das Gesicht, für die Haare, so, und vielleicht auch irgendwelche Ingwer-Shots. Ihr kennt das, ne? Aber gut, ja. Die ist jetzt im Karton drin und sie ist rosa und ich hole sie eben raus, aber die ist irre schwer. Wir haben ja auch immer das Barbara-Magazin mit drin, die Barbara Schöneberger rausbringt. Genau, 4,50 Euro kostet dieses Magazin. Und das hier ist jetzt die Juli-Ausgabe, also ganz aktuell, ohne Elefant im Porzellanladen. Ich bin tatsächlich oft wieder Elefant im Porzellanladen. Ich bin eben noch, als ich hier quasi meinen Kram eingerichtet habe, gegen den Türrahmen gerannt. Und ich frage mich immer, wer hat diese Tür dahin gebaut? Egal, auf jeden Fall ist es so ein schönes Schweinchen, rosa, hellflieder Design. Und du hast immer dieses Design von der Barbara-Box, aber unterschiedliche Farben. Und ja, es ist schwer. Ich möchte reingucken. Hier ist auch noch irgendwie so ein Flyer drin, aber das sind nur so Gutscheincodes. Und ja, Deckel ist entfernt. Ups. Und hier haben wir das Monster von Box. Dann öffne ich jetzt einfach mal das Seidenschleifchen. Oh, nein, ich möchte erst dran riechen. Riecht nicht nach Energiekick. Nee, nach Summer Power riecht das tatsächlich nicht. Riecht nach Papier. Genau, dann mache ich den Klebi auf. Ich zerreiße das Seidenpapier, weil es leider viel zu dünn ist. Und hier haben wir dann einmal den ersten Blick in die Box. Das heißt, hier haben wir einmal das Heftchen, wo drin steht, was drin ist, mit den Preisen und so weiter. Und hier haben wir dann, ja, den Blick in die Box. Als erstes haben wir hier einen kleinen Flyer drin. Satisfyer von ice.de. Ich glaube, die haben da irgendwie eine neue Kooperation, oder? Da hatten wir doch auch was in der Brigitte-Box tatsächlich mit drin. Denn die Barbara-Box und die Brigitte-Box gehören ja zur gleichen Familie. Und das finde ich ziemlich witzig, dass wir da jetzt schon einen kleinen Gutscheincode drin haben. Muss ich mir mal anschauen, aber ja, okay. Dann haben wir hier von Alverde eine Intensiv-Handcreme mit Bio-Granatapfel und Bio-Karité-Butter für sehr trockene Haut. Das können wir aktuell sehr gut gebrauchen. Das sind 30 Milliliter enthalten. Wir haben jetzt in sehr, sehr vielen Boxen auch die Handcremes mit drin. Hatten wir aber vorher auch schon. Aber ich finde jetzt zur aktuellen Zeit macht es durchaus mehr Sinn, weil ich habe jetzt noch trockenere Hände und ich creme die wirklich sehr, sehr oft täglich ein. Deswegen finde ich das sehr, sehr gut.
Ja, und das ist jetzt auch für sehr trockene Haut. Deswegen gefällt mir das auf jeden Fall. Dann haben wir hier etwas drin zum Naschen. Und zwar von Not Guilty, Sweet Revolution Hug Me Please Sours mit Litchi and Lime. Bio, vegan und glutenfrei. Das sind dann wohl so Mini-Kakteen. Das finde ich ganz süß, ne? Ja, das ist halt ein kleiner Kaktus. Ich hoffe, der ist jetzt nicht allzu sauer. Nö, der ist nicht sauer. Mh, das schmeckt gut. Mh, mag ich gerne. Okay, wir haben nicht nur einen Flyer von Eis.de mit dabei, sondern den Satisfyer Traveler Air Pulse Stimulator. Ja, okay. Das ist dieses Produkt. Das sieht ja schon mal ganz nett aus, ne? Komm, wir packen das mal aus. Ich will ja nur mal gucken, wie sich das so anfasst. Au. Das ist sehr gut im Karton mit drin, um das mal so zu sagen. Ach so, das muss man auch. Mm, da gehört ja auch noch ein Ladekabel zu. Help. Okay. Ja, das ist... Ach so, guck mal. Das ist die... guck mal, dann kannst du es theoretisch auch einfach auf dem Nachtschränkchen liegen lassen und keiner kann so erkennen, was es ist. Das ist eigentlich eine ganz coole Geschichte, oder? Dann kannst du hier den Deckel entfernen. Das ist wirklich nur der Deckel. Und dann hast du halt hier so ein Ding. Wir sind erwachsen, wir wissen, was wir damit zu tun haben, ne? Aber ja, das muss halt erstmal geladen werden. Und dann ist es einsatzbereit und schließt halt auch ganz cool mit. Zack. Ja, finde ich gut. Also mit Magnet schließt das. Ich werde ganz nervös, Leute. Gut, dass ich so viel Blush aufgetragen habe, dann sieht man nicht, dass ich rot werde. Finde ich nett. Schöne Geschenkverpackung. Also ein Geschenk für uns quasi. Schön. Ja. Hat jetzt nicht unbedingt... Doch, ja. Man kann sich damit auch einen gewissen Energiekick geben, ne? Okay. Dann haben wir von Kneipp eine Aromapflegedusche Lebensfreude mit Litchi und Zitronen oder Licea Cobeba. Mhm. Hebt die Stimmungslage nachweislich. Das finde ich ja interessant. Ich bin jetzt eigentlich überhaupt kein Fan von zitrischen Düften, aber ne, ich bin ja auch nicht jetzt Referenz für jeden. Ja, das riecht halt wirklich wie sehr, sehr. Boah, an irgendwas erinnert mich, an irgendwas sehr Zitroniges, das fällt mir nicht ein. Doch, diese Bonbons, da gibt es so Bonbons, die schmecken auch so zitronig. Nimm zwei, das riecht voll nach Nimm zwei, nach den gelben Nimm zweis. Eigentlich riecht das gut, aber mich damit zu duschen, weiß ich nicht. Vielleicht, wenn es super heiß ist, dann kann es vielleicht sein. Ansonsten bin ich ja eher so der blumige Typ, fruchtig, süßlich, ne? Aber im absoluten Hochsommer, jetzt zum Beispiel, kann ich mir das fast schon vorstellen. Ja, warum eigentlich nicht, ne? Ist eigentlich ganz cool. Und Licea Cobeba ist scheinbar die Blume, die dort abgebildet ist. Ja, das ist nett. Das ist cool. Was noch? Mahiki Coconut, okay, Maracuja Cocktail, ja, das ist dieses Produkt, das ist zum einen mit Alkohol und zum anderen, ja, schwierig, also 4,5% Alkohol hat es halt, ne, ich trinke keinen Alkohol, deswegen werde ich das nicht probieren, aber du, das kann man ja dann entsprechend auch jemandem anbieten, wenn jemand vorbeikommt, weil wir auch nicht so wirklich Alkohol oder sowas zu Hause haben. Und wenn dann Gäste vorbeikommen, dann können die das ja probieren. Kokosnuss mag ich nicht riechen, aber ich mag es wohl essen. Also ich esse mir zum Beispiel auch gerne mal einen Bounty oder sowas. Deswegen ist es vollkommen in Ordnung. Aber ja, Alkohol ist leider nicht mein Fall. Aber es ist ja auch hier eine Erwachsenenbox, wie das Produkt von Eis.de schon zeigte. Dann haben wir hier ein Riegel Raw Fruits Nuts and Oats Kakao and Hazelnut von Kellogg. Das ist ein Riegel, ja. Das gibt die Power zwischendurch. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass man das einfach so zwischendurch snacken kann, wenn man so eine... Ich habe das jetzt oft tatsächlich, wenn es so warm ist, dass mir schnell schwindelig wird und so, ne? Und dann esse ich mir tatsächlich sowas. Nüsse haben ja auch unfassbar viel Energie für den Körper. Natürlich auch Kalorien, aber sie haben Energie für den Körper. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass wenn ich im Garten am Rödeln bin, dass ich mir das einfach mal zwischendurch snacke. Genau, ja. Das ist cool. Oh ja, das feiere ich jetzt. Moment. Nee. Mist, ich dachte, ich könnte das jetzt total lässig machen. Oh, es ist einfach ein Fächer, wie geil.
Oh, ist der super. Den kannst du nicht nur nehmen, um dein Make-up zu trocknen, sondern einfach so zwischendurch. Ich habe im Büro auf dem Tisch auch so einen kleinen Ventilanti stehen, den ich per USB einfach anschließen kann, aber das hier ist gerade super angenehm. Oh, Gottchen. Geil. Also das, ja, finde ich schön. Hier ist zwar ein undefinierbares Bändchen dran, was sich irgendwie verheddert hat scheinbar. Das ist dann natürlich ein bisschen schade, aber ja, rüffelt halt hier so ein bisschen. Aber ist nicht schlimm, das Bändchen ist ja nicht essentiell für diese ganze Geschichte, sondern eigentlich vielmehr der Fächer, ne? Finde ich cool. Das ist halt von der Barbara Box selber. Kühle Brise. Ich könnte das jetzt stundenlang gerade machen, ne? Super. Qualität, ja, ist okay. Ach, da war noch was drin. Nee. Ach, guck mal. Ja, da ist halt hier, ne, diese Bänder, die stehen hier so ein bisschen ab. Die Qualität ist so, ist okay. Aber es ist ein Fächer, Leute. Was willst du machen? Wir waren damals ja auch viel in so Südseeländern, Lanzarote, Tunesien und so weiter. Ich weiß gar nicht, wo liegt Lanzarote. Egal, auf jeden Fall haben wir da von der Familie aus öfters Urlaub gemacht. Und da habe ich mir damals auch immer diese Fächer auf diesen Märkten gekauft. Von meinem Taschengeld halt. Ne? Also ja, das fand ich immer total stylisch und cool und habe es immer tierisch gefeiert. Und heutzutage denke ich mir, warum habe ich die irgendwann zerstört oder weggeschmissen? Ich hätte sie jetzt auch gut gebrauchen können. Ja, das nächste Produkt, was hier drin ist, ist etwas von Tease. Object of Affection Lip Balm. Und ich finde die Produkte von Tease unglaublich cool. Ich habe da schon einen Nagellack von, ich glaube, eine Foundation habe ich da auch von. Letztens hatte ich da, glaube ich, auch noch ein Lippenprodukt von. Und das hier ist jetzt ein Lippenbalsam. Das ist jetzt hier in der Packung. Das muss man einmal öffnen. Summer Blossom. Nee, das muss man nicht öffnen. Das kann man auch hier oben öffnen, oder? Ich weiß nicht. Und das ist das Packaging. Finde ich immer richtig hübsch. Die haben echt schöne Verpackungsdesigns. Ja, was ich halt schwierig finde, ne? Es ist halt so in so einem Pfännchen drin, aber ganz. Das kann man dann auch unterwegs so auftragen. Das finde ich in Ordnung, komm. Hat jetzt so keinen Duft. Und das ist halt ein längliches Pfännchen. Da kommst du besser mit dem Finger rein, als wenn das einfach so ein Pöttchen ist. Deswegen, das ist dann schon wieder positiv und das kann man gut für unterwegs nehmen. Ja, hat jetzt nicht unbedingt eine Farbe, ne? Das ist jetzt einfach hier nur so eine cremige Konsistenz, ein bisschen klebrig. Aber das nehme ich auf jeden Fall mal mit zur Arbeit. Das ist cool. So, was haben wir denn noch hier so drin? Und zwar von Ultrasun SPF 30 Sports Transparent Sun Protection. Das ist ein Produkt mit 25 Millilitern, was so ein Gel ist, was halt ultra gut ist für, wenn du schwitzt, ne? Weil das dann einfach besser hält. Und das finde ich ganz gut. Das hatten wir, glaube ich, letztes Jahr auch schon mal irgendwie. Und ja, wasserresistent und so. Und das hätte ich wahrscheinlich drauf machen sollen, als ich in den Garten gegangen bin. Da habe ich mir ja ein ganz normales Sonnen. Blocker, irgendwas auf den Rücken gegeben. Aber wenn man halt im Garten ist und schwitzt, dann fließt es halt irgendwann davon. Und sowas ist dann wahrscheinlich ein bisschen sinnvoller, weil das einfach besser hält. Und vielleicht hätte ich damit keinen Sonnenbrand des Todes bekommen. Naja, werde ich aber auf jeden Fall zur Seite legen, weil das halt auf jeden Fall dann gut ist für im Garten arbeiten, was ich morgen machen werde, weil unser Vorbild schreit schon wieder. Dann haben wir hier von Volvic etwas, was ich definitiv kühlen muss, mit natürliches Mineralwasser und Extrakte von Apfel und Zitrone. Ja, das mag ich doch richtig, richtig gerne. Das hat das Paket jetzt wahrscheinlich auch etwas schwer gemacht. 0,75 Liter, also quasi dreiviertel Liter, ne? Ja, und sowas dann schön eisgekühlt. Das ist einfach ein toller Durstlöscher, der nicht zu süß ist und nicht zu intensiv schmeckt, sondern halt wirklich. Ein Wasser mit einem Hauch von Apfel und Zitrone. Und das finde ich ganz gut, denn das hatte ich auch schon öfters mal auch im Laden gekauft. Finde ich toll, ist jetzt echt passend und klasse. Passt. Werde ich mir in den Kühlschrank packen und morgen trinken, wenn ich dann im Garten am machen bin. Okay, dann haben wir hier ein Trockenshampoo drin. Ja, benutze ich nicht wirklich, ne? Von Batiste. Trockenshampoo und Volumen gibt dem Haar traumhaftes Volumen mit aufpolsterndem Kollagen. Das ist so eine Reisegröße mit 50 Millilitern. Jo, ne? Gibt genug, die das feiern. Ich feiere es nicht, weil ich jeden Tag dusche und Haare wasche und so, weil ich das einfach lieber habe. Und ich mag einfach nicht dieses Gefühl von Trockenshampoo und von diesem, ne, wie das halt sich so anfühlt, wenn man mit den Haaren, mit den Händen durch die Haare fusselt und so. Und das, oh, mag ich einfach nicht. Und ich glaube, das hier ist dann das letzte Produkt, genau. Und zwar von Shams Multi-Effect Masking 3-in-1 reinigend, porenverfeinernd und regenerierend. Ja, das ist eine dreigeteilte Maske, die für die Tierzone Augen und für die Wangen ist. Hatte ich jetzt schon öfters mal irgendwie mit drin und ich habe es, ich glaube, einmal habe ich das schon mal gemacht. Vielleicht traue ich mich jetzt noch ein weiteres Mal.
Denn eigentlich ist es genau das, was ich jetzt aktuell auch brauche. Und ja, das ist halt mit Heilkreide, Himbeere und Lakritz. Vielleicht gönne ich mir das dann mal. Ja. So, das war jetzt die Barbara-Box. Ich fand sie ganz cool. Ich finde vor allem das Teil von Eis.de macht wahrscheinlich auch den Wert sehr, sehr hoch. Ansonsten waren die Produkte abwechslungsreich, aber schon irgendwie cool, finde ich. Ne? Wir haben Beauty-Lifestyle, wir haben was zu essen und zu trinken mit dabei. Für mich wieder eine gelungene Box. Barbara Box hatte schon stärkere Boxen, aber die hier finde ich eigentlich für den Sommer so vom Gefühl her ganz passend. Also mir hat sie gefallen und ich werde einiges davon sehr bald schon benutzen und aufbrauchen, aufessen, auftrinken. Ja, ihr Lieben, das war mein Unboxing und wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren, denn da würde ich mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.